Kinder im Keller hören mein Lied, ich hab ein Lied. Jetzt alle Kinder aus dem Keller hört mein Lied, ihr seid die Besten, die es gibt. Ihr Kleine hat euch die Prinzessin, hat euch die Amelie, hat euch lieb. Okay, weiter geht's. Heute sagt man nicht, gell? Heute hab ich gelernt, dass Hunde mindestens, zweimal, ich glaube, wenn man mal sagt, dann macht man so nichts. Das hat mir mal irgendjemand so Insider-Tipp gegeben. Zweimal kacken am Tag. Was noch? Boah, das ist schon schwer, Tagebuch zu schreiben, gell? Also. Ein weiterer Tag, eine weitere Runde von Wir fragen. Ach, Entschuldigung. Hi, hier. Wie heiß ich? Also mein Künstlername ist Starlight. Ich soll das auspacken? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Einen Moment, um ein paar Fragen zu beantworten. Was denn? Was für Fragen? Frage Nummer 1. Wohin des Weges? Wohin geht's? Was haben Sie so vor? Und zwar wollte ich zum Netto. Da habe ich nämlich was gesehen und ich weiß nicht mehr genau, was Moment. Nicht schlimm, wir können auch eine andere Frage stellen. Wir machen einfach, wir können auch woanders, Moment, wir machen woanders weiter. Gott, bitte verzeih mir, ich wusste nicht, was das ist. Bitte gnade mir doch, oh Herr. Unsere erste Frage ist, du legst so eine tolle Karriere hin, so eine tolle Ausstrahlung. Wie schaffst du es, so positiv zu sein? Also als erstes mal meine Box und da sind ganz viele tolle Pillen drin. Und diese Pillen, erstmal muss ich die auch bekommen. Da sind ganz große Pillen dabei und aber auch kleine und wenn ich die halt genommen habe, dann habe ich auf jeden Fall Lust auf andere Menschen, weil normalerweise kotzen mich alle an, okay? Wow, so vielseitig und so veränderbar, das müssen ja wirklich tolle Pillen sein. Ja, was? Schmeißen Sie mal das Prospekt weg, ich habe meine zweite Frage gefunden und zwar, ich schmeiße hier gar nichts weg, okay? Das war nur ein, Witz, also ein Spaß. Jubel ich auf einmal ganz doll. Das tut mir ich jetzt. Die schließen jetzt nämlich aus. Ich meinte das nicht. Oh, wir lieben es. Iconic, we stand, what an icon. Das ist das Outfit des Jahres. Eine andere Frage: Warum bist du noch nicht auf dem Cover der Vogue oder GQ oder anderen großen Magazinen? Vogue? Die haben einfach gar keine Ahnung, was gerade aktuell in ist. Tut mir leid, Vogue. Da muss ich einfach mal ganz kurz sagen, ihr seid out. Ihr seid sowas von scheiße. Das ist ein Statement. Wir lieben die Star-Attitude. Wow. Thema Star. Willst du uns ein bisschen was über deine Karriere erzählen? Wie hast du Warum denn Warum sitzt ihr auf dieser scheiß verfickten Couch eigentlich? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Könnt ihr nicht irgendwie ein bisschen... Ich weiß auch nicht, warum bin ich denn überhaupt hier? Das ist genau das, was wir lieben. Wir lieben Künstlerattitude. Wir lieben Alkohol. Mmh.